Das sind die Nachrichten auf U1 TV. Ich begrüße Sie. Schweizer Inhalte werden in der Schweizer Fernsehlandschaft in Zukunft immer weniger eine Rolle spielen. Denn welche Sender in den nächsten Monaten aus dem analogen Netz gekickt werden, entscheidet die Cablecom ausschließlich nach Zuschauerquote. U1 TV wird nicht das einzige Opfer des Digitalisierungswahns sein. Ob Swiss Army auf U1 TV oder Superstars auf 3+, spannende Doku-Realities made in Switzerland, können Sie sich zukünftig abschminken, außer Sie steigen auf Digitalfernsehen um und greifen richtig tief in die Tasche. Denn die Cablecom kennt beim Abschalten der Sender kein Pardon, so der Pressesprecher Martin Wüttrich. Wir haben immer gesagt, und das halten wir uns auch für uns, ist das wichtigste Kriterium, wenn die Sender verleiht werden, sind die Einschaltquoten. Wir können gar nicht anders vorgehen. Es gibt Ausnahmen. Die Ausnahmen werden aber vom Bund geregelt, via der sogenannte Must-Carry-Status, wo uns sagt, die und die Sender müssen ungeachtet für Einschaltquoten weiterhin analog übertragen werden. Ausnahmen hin oder her. Die Zukunft der Schweizer Sender ist mehr als düster. Die Reichweiten der 8 privaten deutschsprachigen Sender, wie zum Beispiel Super RTL, MTV und Fox, sind um einiges höher als die der rein schweizerischen Konkurrenten. Im Klartext, verabschieden Sie sich schon einmal von Star TV, Viva Schweiz und 3+. Denn geht es nach den Richtlinien der Cablecom, fliegen diese als nächstes aus dem analogen Programm. Über die nächsten Senderverschiebungen voraussichtlich Ende März kommunizieren und hoffen, dass wir dann können alle Verschiebungen bis 2009 bekannt geben. Jetzt ist die Politik gefragt. Nur sie kann die rund 150 Arbeitsplätze noch retten. Doch der Groschen in den Köpfen der Politiker scheint noch nicht gefallen zu sein. Skurrilerweise legt der Bundesrat Leuenberger nicht für die Schweizer Sender sein Veto ein, sondern für France 2 und Rai Uno. Somit bleibt offenbar nur noch der Weg über eine Volksinitiative. www.u1tv.ch